Hallo, hallo, hallöchen. Halloho. Und da sind wir wieder bei King's Quest 3. Und der gute Mann hat Hunger und es fällt wirklich nichts ein, außer ihm den Brei zu geben. Deshalb machen wir das jetzt einfach. Okay, mach das. In meiner Erinnerung war das... Vielleicht kann man ja später noch mehr Brei klauen von den das macht drei Sinn, Bären. Oder? Weil du hast ja jetzt der Brei gegessen. Ja. Und eigentlich wollten die den Brei essen. Und irgendwie habe ich jetzt Bock auf Porridge mit Zimt. Oh, ich mag Porridge. Your lord in there keeps a cold eye on you. Ich bin neugierig, Meister. Ganz gefährliche Gedanken, mein Junge. Ich weiß, aber ich habe mich gewundert. Wie mächtig bist du denn? Impudence? Ich habe mich nur gefragt, wenn Ludor angegriffen wird, könntest du es beschützen? Oh, natürlich. Irrelevanten Gedanken auf jeden Fall. Einbrecher würden hier niemals hinkommen. Meine Flüche und Zaubersprüche über Wind und Wetter würden hier alles zunichte tun. Eindringlich aus dem Westen würden nur ihr Ende in dem Wasteland praktisch finden, ja. Und sie würden nie die Wüste überleben. Ja. If you didn't know any better, you'd say he was thinking about someone he fancied. You wonder who it might be. Also er denkt wohl, seine Lippen bewegen sich wohl so, als würde er an jemanden denken, bei dem er das wohl schon gemacht hatte. Und du wunderst dich wohl, was da passiert ist. Sag jetzt Peter bestimmt nicht mehr, ne? Ja. Your relationship. Mach nochmal, benutze Männer. Ich hab auf die Schüsse geklickt. Your relationship with the wizard isn't tactile. Thankfully. Solch eine Beziehung hast du nicht mit dem Zauberer. Gott sei Dank. You can see most of the countryside of Ludor from this vantage point. Das ist fast ganz Ludor, können wir hier sehen. Ja, weiß ich nicht. Jetzt sitzt er da halt wieder rum, der Mann. Das nervt mich halt am meisten, dass du immer warten musst, bis der mal weg ist. Wie so ein kleines Kind. Und da ist er auch schon weg. Ah. Ja. Es ist augenscheinlich, dass dem Zauberer das Essen geschmeckt hat. Ja. Aber statt einem Danke hinterlässt er ein lautes Rülpsen und verschwindet dann. Ich wollte die Schüssel nehmen. Aber anscheinend geht das nicht. Naja, die Schüssel wollen wir nicht. Wir warten mal, bis er wieder verschwindet und dann gehen wir nochmal zu den drei Bären und gucken, ob wir da nochmal... Ich frage mich, ob wir vielleicht im Haus was machen sollten. Aber ja, wahrscheinlich, wenn er wieder weg ist, dann hat er danach wieder Hunger, ne? Ja, was wir sollten halt auf jeden Fall nochmal was bei den Bären holen. Ja, wir haben noch einen Schlüssel gefunden bei ihm. Oben. Der muss ja für irgendwas gut sein. Weißt du, wie ich meine? I am going to lie down for a rest. Do not disturb me. Okay, er legt sich hin. Also er geht immer auf Reisen, dann legt er sich hin. Ich glaube, wenn er sich hinlegt, ist er nicht ganz so lange weg, ne? Mhm. Soll man es dann mal im Haus ein bisschen um. Nee, dann kann man nicht in sein Zimmer gehen, ne? Nee. Er schläft ja da in seinem Zimmer. Das ist schlecht. Dann sollten wir nochmal zu den Bären gehen, oder? Mhm. Nochmal ein bisschen Brei klauen. Immer noch mal Brei. Und mit dem Baden reden. Oder? Dem Poeten. Dem Poeten, ja. Dem Poeten reden. Ich bin runtergefallen. Ich bin runtergefallen. Und du hast nicht gespeichert vorher. Nein, ich hatte nicht gespeichert vorher. Hunger hat er. Oh. Ja, nimm deinen Brei, alter Mann. Rübst mich nochmal an, mein Freund. Jetzt nochmal mit ihm reden, dass... Ja, dann überspringen wir das einfach, ist ja egal. Dann haben wir halt mit ihm geredet. Hunger hat er. I'm a dangerous mind. I know. Ja, bla bla bla, mich übernimmt hier keiner, bla bla bla, die verirrten alle in der Wüste, bla bla.
So, jetzt mach nochmal deinen Rülpser und dann ist gut. So. Alter Mann, rülps einmal. Alter Mann. Wir sind raus, so nett. Ist er noch immer da drin? Natürlich ist er da noch drin. Willst du nicht mal aufstehen? Meinst du nicht, dass da jetzt genug gesessen? Reden will er auch nicht. Oh, kannst dich zu ihm setzen. Das gefällt dem Zauberer überhaupt nicht. Impertinenz! Ich zeig dir ein paar Manieren. Wie ein böser Junge sollst du Zeit in deinem Zimmer verbringen. Oh, weil ich mich kurz hingesessen habe. Gemeiner Kerl. Sei froh, dass ich dich nicht umgebracht hat. Ja. Du schaust in den zerbrochenen Spiegel, der an der Wand hängt. Deine Reflexion zeigt einen großen, gut aussehenden jungen Mann. In zerrütteter Kleidung. Ja. Aber die Bardame... Oh, abgeschlossen. Aber die Bardame hätte ich direkt flachgelegt. Ah ja. Dann schlaf mal ein bisschen. Sleep. For some reason, you find yourself completely unable to close your eyes. Ah. The door has opened. Das ist auch schön. Als merke, nicht neben ihn setzen. Das mag der Herr nicht. Das ist impertinent. Wir haben bessere Manieren. Wo ist er jetzt hin? Genau. Also. I am going to lie down for a rest. Do not disturb. Leg mich ein bisschen hin, ärger mich nicht, stör mich nicht. Ich störe dich nicht. Aber bevor ich jetzt gehe, speichere ich nochmal. Am besten. Oh, immer. Oh, fehlen, ey. Egal. Ein Schlüffchen. Das ist aber auch echt zu blöd, mit dem da runtergehen. Ja, und er geht so langsam. Ja, das auch, ne? Dann denkst du dir doch echt so, boah, der Junge weiß doch, dass er nicht so viel Zeit hat. Weil der sich halt nur kurz hinlegt und was macht er? Schlendert gemächlich darunter. Aber wirklich gemächlich. Was du versuchen könntest, ist, geh mal die Option. Du kannst ja seinen Speed hochdrehen. Game Speed. In der Mitte. Ach, das hier. Hochdrehen, komplett hoch, oder was? Ja, und dann einfach mal raus und gucken, wie er dann läuft. Ach, guck mal. Besser läuft er. Dann gehen wir jetzt erstmal zu den... Interessant. Das wirkt fast wie gecheatet. Wie schnell er klopft. Ah, da ist wieder perfekter... Okay. Gut. Und dann gehen wir mit dem komischen Waden reden. Richtig? Hm? Er war hier links. Noch da. Talk with him. Why does the end not come? Have you always wanted to be a poet? Wolltest du immer ein Poet sein? Nein, bevor ich mein Heimatland verlassen habe. Und durch die Süße gekommen ist, wollte ich ein Tänzer sein. Was ist passiert? Ich wurde exkommuniziert. Wegen meinem fehlenden Talent. Ah.
Aber dann hörte ich den Klang der Muse. Und sie hat mich hier hingelockt. Coole Sache, Dude. Cool. Tage. Sie sind alle das Gleiche. Ich habe keinen Plan. Mein Leben ist eine Schande. Ich bin bald ein Mann. Doch wenig weiß ich. Sollte ich mich drum kümmern? Ich habe nichts zu zeigen. Nur meine Jugend, die ich weinend verbringe. Gebracht habe. Please, don't touch that. It is my only means of returning through the desert. Not that I would choose to do so again. Also ist das einzige Weg, mit dem ich wieder durch die Wüste kommen kann. Nicht, dass ich das jetzt bald machen wollte, aber es ist gut zu wissen, dass ich das kann. Du schaffst es durch die Wüste nur mit einem Schluck Wasser? Ah, das ist ein immer voller Becher. Interessant, die müssen wir bestimmt irgendwie abluchsen, oder? Vielleicht austauschen mit einem anderen Becher. Mit unserem Becher? Oder reinpullern. Das merkt er schon, wenn du plötzlich da so einen hässlichen Becher hinstellst. Heimat. Gibt es einen Ort, an dem ich sein sollte? Wo ein Gesicht ist, auf das ich warte, das ich sehen will? Dann würde ich diesen Pfad hinter mir lassen. Dann würde ich nicht mehr mich verstecken. Soll ich mal da hochgehen? Probier's aus. Warum kommt das Ende nicht zu mir? Ich versuche es wieder. Ah, da war es mit dem Loch. Ja, aber da können wir nicht tief genug rein ins Loch. Also reingreifen. Unsere Arme sind zu kurz. Ah, so ein Knochen vielleicht. Hallo. Knochen. Ja, dann nehmen doch die Remains of that Animal. Scheinbar nicht. Will er nicht. Kann man davon ein Stück abbrechen? Will er nicht, braucht er nicht. Da liegt auch irgendwas, oder? Da stimmt. Guck dir das mal an, was ist denn das? Ich guck mal. Ah, Schlangenhaut. Oh, die brauchen wir bestimmt für einen Zauberspruch. Ich hasse Schlangen. Ja, wenn es hier nur die Haut, das ist ja nicht schlimm. Was so. Sind den Blüten da mit den blauen Blüten? Die sind auffällig. Blaue Blüten. Blaue Blüten, rote Dorn. Nein, Autsch. Okay. Achso, abschneiden vielleicht, ne? The skin's too- nee, ich glaube, wir brauchen wirklich nur die Skin. Die Haut von dem Kaktus. So, da ist es halt die... Ich wurde ausgeraubt. Haben sie dir genommen? Mein Becher. Ich sollte restoren, ne? Nee, das ist safe. Ja, ich weiß. Ich bin manchmal schlau. Restore, bitte. Tut mir leid, ihr lieben Leute. Heute ist es irgendwie nicht so gut mit mir und dem Graham. Quidian. Alles gut. Ich könnte den Speed nochmal ein bisschen höher machen, ne? Dass ich ein bisschen schneller bin. Das war echt. Die Veränderung, wie schnell plötzlich läuft. Und auch die Wolken und der Rauch, es ist alles viel schneller. Ja, gut, aber gut, dann wird die Zeit aber auch schneller verlaufen, oder? Nee. Nee, eigentlich nicht. Die Zeit läuft genauso ab. Also erstmal besorgen wir uns den Brei. Dann kommen wir gerade zum richtigen Moment. Beeil dich, Mildred. Ja, George. Mama. Meine Knöpfe sind nicht zu. Knöpfe? Hast du ihm gar nichts beigebracht, Mildred? Ist ein bisschen schwer für ihn, George. Ja, Mensch, George. Nicht so gemein sein. Genau richtig, also nimmst du es mit. Jawohl. Tu ich doch. So, dann gehen wir nochmal zu unserem Katzenhörnchen. Wie schnell jetzt wird sich die Vögel fliegen und der Rauch. Hübsch. Voll die Speedvögel. Ja. Die haben Stress. Hopp. Bla bla bla. Ja, bla, bla, ja. Ich wollte eigentlich Essentänzer sein, bla bla bla, aber die böse Wüste, bla 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 und bla 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 und meine Muse. Ich war ein Tänzer.
damals. Das ist ein schöner Pitcher. Und ich hatte ein Baby. Ein Baby gehörte zu mir. Guck mal, es ist eine Katze. You're not sure you could drink it all. Your pitcher intrigues me. What do you think it does? Produces water. Wasser wieder her. Of course. Aus der Luft. Genug für ein Tausend, für ein Dutzend Männer. Is there a place? Oh ja. Entschuldigung. Ich finde seine... Warum kommt das Ende nicht zu ihm? Das sagt er immer wieder, was für ein Ende. Er will wahrscheinlich sein Lied beenden. Achso, du sagst so das Wort, was auf dem Boden steht, und dann funktioniert der Becher. Das macht mehr Sinn mit dem Ende. Hast du deine Komposition beendet? Nee, aber da ist irgendwas, ich kann nicht genau, irgendwas fehlt. Die Worte haben eine lyrische Qualität. Wenn ich das so sagen darf. Lyrik. Das ist Musik. Diese Worte würden alle besser klingen, wenn ich sie singen würde. Aber ich habe kein Instrument. Aber wir wissen, wo es ein Instrument gibt. Yes. Wenn ich dir eins bringe, kriege ich dann deinen Becher. Heißt, wir besorgen ihm jetzt einen Becher. Dem Regier. Aber wir holen doch erst die Schlangenhaut, ne? Oh, da ist eine Schlange, da sind Schlangen. Da sind Schlangen. Wir wollten nur die Schlangenhaut. Nicht die Schlangen. Schlangenhaut, bitte. Nur Schlangenhaut. So. Und dann gehen wir jetzt gleich wieder nach rechts, bevor diese Banditen kommen. Richtig? Mhm. Gut. Und dann brauchen wir irgendwas Hilfreiches mal, um endlich... Wir brauchen die Laute. Richtig, die Laute brauchen wir, aber auch was Langes. Du wieder. In der Taverne, ne? Oh, die Gäste sind weg. Die Laute macht den jungen Mann glücklich. Nee, nicht wirklich fürs Geld. Hat sich nur gefreut zu spielen. Wer war er? Ich war nur ein kleines Mädchen, ja. Ich kann mich wirklich erinnern. Ich glaube, er hat mit einem Zauberer gelebt. Wahrscheinlich unser Vorgänger. Mhm. Warum hängt sie denn an der Wand? Ja, sorry. Eines Tages kam der Mann hierher. Mein Vater hat nur das Instrument draußen auf der Straße gefunden. Und er hat sich gewundert, dass die Luft darum wie Rauch gerochen hat. Als wäre irgendwas verbrannt. Schwer zu sagen, keiner hat ihn mehr gesehen in langer Zeit. Interessant, ne? Darf ich mir die Laute ausleihen? Ich mag einen Mann, der seine kreative Seite erprobt. Natürlich kannst du es haben. Wenn du hier gerne mal spielst. Okay. Der Text geht aber auch schneller, ne? Ist dir das aufgefallen? Ja. Das ist gar nicht so einfach. Ich versuch's mal. Wundervoll! Gar nicht so schlecht, oder? Ich mach den überall in den Katzenkopf drauf. Sieht so lustig aus. Ich bin ein bisschen eingerostet. Natürlich bist du das. Mhm. Aber es wird sich nicht gut anfühlen, ihm das jemandem zu geben, der nicht musikalisch ist. Genau, der Sorry. So Kacke spielt wie du. Ja. Nicht mal Smoke on the Water gespielt, oder? Darf ich nochmal für dich spielen? Wir hatten keine gute Performance in Jahren. Die Laute ist deine Meinung, Jonas. Also wir müssen jetzt lernen zu spielen. Ja. Also, oh. Wir lernen jetzt gleich ein paar Akkorde und dann kommt er dann dahin in die Taverne und so. Anyway, here's Wonderwall. Ja. Kannst du auch irgendwas anderes spielen außer Wonderwall? And I said maybe.
Wüste würde ich jetzt halt ungerne gehen, ohne diesen, ja, weißt du. You could. The tree. Weißt du, was uns eigentlich, was wir eigentlich noch gar nicht haben, was du ausbilden könntest? Du hast doch dein Cup, also dein Becher. Ja. Such mal, ob du irgendwie ein bisschen Meerwasser mitnehmen kannst. Ach so, ja, Meerwasser ist auch nicht schlecht, oder? You scoop up a cup full of- Na, guck mal, dann ist das auch blau auf einmal. Okay. Was wir mit dem ganzen Zeug machen sollen, weiß ich aber noch nicht. Ich weiß, dass man später irgendwie Tränke brauen kann und ich Zauber. Ich meine, man musste irgendwie was im Haus noch finden von ihm, weil wir haben diesen Schlüssel ja auch. Ja, in meiner Erinnerung ging es noch irgendwie in den Keller. Ja, meiner auch. Ich weiß halt nur nicht mehr genau, wie man da hinkommt. Ich weiß, dass wir haben ja so einen Schlüssel von ihm gefunden. Ich glaube, da müssen wir irgendwo... Ich glaube, da irgendwo noch ein Ding in seinem Schlafzimmer, was verschlossen ist, oder? Mhm. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass wir am Ende irgendwas in... Hast du noch eine Idee, wie man mit dem Baden da umgeht, dass man diesen anderen Becher kriegt? Ich weiß nur noch, dass man irgendwann was in den Brei mischen musste, den man nennen gibt, und dann verwandelt er sich in eine Katze oder so. Das klingt cool. Weil ich ja mal noch ein paar Tiere unterschläge. Dann probiere ich noch mal irgendwie. Ich quatsch die jetzt einfach mal an. Ja, da fällt man halt rein. Ich hab gespeichert. Okay, ich wollte gerade fragen. Spider-Gwydion. Macht, was immer ein Spider-Gwydion macht. Ja, er schneidet's ja nicht auf, der Depp. Ja, er wirft das Messer einfach in die Höhle, wie so ein Vollidiot. Wie kommt man denn hier weiter? Why does the end not come to me? Ich weiß auch nicht, warum. I'll try again. Außer die Laute, aber ich Laute kriegst, willst du mal wieder weiterspielen? Okay. Ich komme mir gerade hier so ein bisschen hilflos vor. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Oh. Entschuldigung. Ich mach einfach ab. Speicherpunkt von eben, ist nicht schlimm. Ich habe ja erst gespeichert, seitdem ist ja nichts passiert. Ja. Aber es war jetzt gerade ein sehr, sehr guter fliegender Wechsel. Ja. Sehr fliegend. Ups, Banditen. Ich würde sagen, ich gehe nochmal zurück in Menendez Häuschen. Mach, probier das. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass wir da... Ich hol mal das Schlösschen, also das Schlüsselchen. Hm. Und dann guck ich mal... Oh nee! Gwydion, was kannst du eigentlich? Ah. Oh. Fällt er da runter? Und hoch mit dir. Ich glaube, ich passe gleich mal die Geschwindigkeit wieder ein bisschen an, weil in den Dialogen nervt es tatsächlich ein bisschen, wenn es alles so schnell ist. Ja. Ist dann wirklich gerusht. Das stimmt. Okay, ich hol mal den Schlüssel hervor. Retrieve. Schlüssel. Dann gehen wir mal da runter. Wir Männern ins Zimmer, der schläft gerade. Ich würde es gerade hier probieren, ob ich hier irgendwas aufschließen kann mit dem Schlüssel. In der Bibliothek. Mhm. Zum Beispiel das Schränkchen da. You unlock the oak cabinet ja. Using the brass key. Hat funktioniert. Was ist da drin? Ein Zauberstab! Nice. Du nimmst es mit und weißt, dass du sterben wirst, wenn Nan rausfindet, dass du das Ding hast. Ah, heißt, wir verstecken das schnell, ja? Ja. Dann hoch. Mhm. Hoch, immer schön die Treppe rauf. Leiter. Nee, Treppe. Und einmal schön alles verstecken, was wir so haben. Hide. Ah. Oh, das ist ja... Dann. Das ist ja wesentlich angenehmer so. Okay, das merken wir uns mal. Okay. Da können wir auch hier speichern. Ich glaube, das ist ein ganz guter Platz gerade. Und wenn man das nächste Mal wieder aufwacht, machen wir weiter, oder? Okay. Ich? Also, jetzt weiß ich gar nicht. Ach, du willst die Folge jetzt beenden? Jo. Okay, dann sagen wir mal. Das ist ein ganz guter Punkt gerade. Wir haben vier Sachen gefunden. Und wir überlegen uns, wie wir das mit dem... Dingsbums. Mit dem Baden machen und der Laute. Okay, gut. Das ist ja ein Gedanke. Vielleicht müssen wir nochmal in die Bibliothek. Bibliothek. Und da gucken, ob da irgendwie ein Liederbuch oder so ist.
Ah, oder vielleicht müssen wir einfach in unserem Buch nachlesen, was man so machen kann noch. Wir haben das Buch ja noch gar nicht zu Ende gelesen. Das kannst du mal noch machen gerade. Retrieve? Retrieve. Ah, und wir haben diese Karte, ne? Kann man nicht mit der Karte nachher schnell reisen? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube. Okay, benutze Buch. Ja. Tag 8. Tag 6. Wo waren wir? Okay, also der... Das haben wir gelesen, dass er mit den Seefahrern nicht weitergekommen ist. Weil... Das hast du einmal nicht zu Ende gelesen. Okay, dann liest du. Okay. Die Seeleute brachten mich in die Taverne, wo ich ihren Captain traf. Er erzählte mir seine Geschichte von Schätzen und Piraten. Und als ich ihn fragte, ob ich seiner Crew beitreten kann, hat er versucht, meine nautischen Kenntnisse zu testen. Meine Antworten scheinen ihn nicht beeindruckt zu haben, denn er sagte, ich wäre zu alt, um ein Kabinenjunge zu sein. Gegen enttäuscht auf volle Hoffnung, dass ich vielleicht noch jemanden treffen würde. Der mich anheuern würde. Genau. Tag 8. Willst du? Ich probieren? Ja. Es bleibt nur noch ein wenig, bis ich volljährig bin. Dann werde ich von Männern eine bessere Behandlung erwarten und ich wage auch nicht zu hoffen, dass die Freiheit mein Erwachsenenalter begleiten wird. Wenn ich einen Anschein dieses Lebens genießen möchte, dann weiß ich, was ich tun muss. Ich habe die letzten 2 Tage in der Stadt damit verbracht, praktisch alles zu säubern, was ich finden konnte, um genug zu verdienen, um meinen Unterhalt an Bord eines Schiffes-Fessel, ne, zu finanzieren. Das ist meine einzige Chance. Menennen unternimmt nicht oft solche langen Reisen. Es ist meine feste Absicht, weg zu sein, wenn er zurückkommt. Okay. Ne? Tag 8, Tag 11. Ich mach weiter. Tag 11. Ich bin diesen Morgen früh aufgestanden und habe meine Sachen gepackt. Ich habe kaum geschlafen. Es war ein gefährlicher Abstieg im Dunst. Ja. Vor der Morgendämmerung. Aber als ich unten erreicht hatte, Base of the Mountain, das Berg, den Fuß des Berges, lächelte ich breiter, als ich es möglich gehalten hätte. Dann bin ich ein bisschen gegangen und kann mich nichts erinnern. Eine Beule an meinem Kopf. Meine fehlenden Besitztümer. Oh, scheiße, wurde ausgeraubt. Ja? Deuten darauf hin, dass ich von dieser Bande gastloser angegriffen wurde. Entschuldigung. Es war nach Mittag, als ich zum Pier kam. Taumelte, ja. Draufbeulte müssen wir einen schweren Versag schlagversetzt haben. Es dauert mehrere Minuten, bis mir klar wurde, dass ich kein Geld mehr hatte. Und auch einige andere Sachen mir fehlten. Und das Schiff abgelegt hatte. Ach Mann. Menennen kehrte spät am Abend zurück und verlangte Abendessen. Es ist gut, dass er wenig auf mich achtet und meine Erscheinung. Ja. Und meine Beule nicht bemerkte. Und meine blauen Augen. Und Röte, als die wir so gut waren, ja genau. Muss ich wohl ganz toll ausgesehen haben. Ja. Tag 12. Was sagt man über Wolken? Say about clouds and linings und Auskleidungen, keine Ahnung. Wolken und ihre Linings, also die Wolken angeordnet sind. Wie die Wolken ziehen, ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, aber ich habe heute etwas gefunden, das meine Spirits? Etwas, das meine Stimmung erhoben hatte. Ja, während man ins Arbeitszimmer, während ich das Arbeitszimmer staubte, ja, abstaubte, merkte ich einige Bücher in den befestigt waren, attached to the shelves, ja. Und ein seltsames Geräusch machten, wenn ich sie bewegte. Nachdem ich eine Zeit lang damit herumgespielt hatte, war ich überrascht, dass sich im Boden eine Falltür öffnete. Da kam mir so der Keller hin, genau.
Wie ich all die Jahre übersehen konnte, werde ich nie erfahren. Leider hatte ich Lärm gemacht und Melanin geweckt. Und ich hatte keine andere Wahl, als dieses Geheimnis unerforscht zu lassen. Für jetzt. So für jetzt. Da sind Symbole. Diese Symbolanordnung praktisch. Wahrscheinlich die Symbole an den Büchern, die du drücken musst. Ja. Tag 13. Okay. Was ist das letzte, der letzte Eintrag? Nee. Kommt noch Tag 15. Okay. Tag 13. Ich wartete auf Melanin. Usual spying auf der Tür. Achso, deine Ausflüge sind, die Bevölkerung zu beobachten. Auszuspionieren. Bevor ich im Arbeitszimmer zurückkehrte. Als ich durch die Falltür hinabstieg, fand ich mich im Arbeitszimmer meines Meisters, eine Höhle mit dunklem Aussehen. Look, ja, Design. Da ich mir sicher war, dass dieser Zauber mir helfen könnte, sobald die nötigen Zutaten gefunden waren, machte ich mich auf den Weg zur Treppe. Auf dem Boden lag ein Stück Papier. Ich habe das genommen und sah mein Schicksal. Beheld my doom. Schicksal, ne? Auf seiner Seite stand immer und immer wieder mit vielen List of names, my name. Also eine Liste voller Namen, meinem Namen. Jeder 18 Jahre voneinander entfernt. Ich habe nur wenig Zeit. Tag 15. Wir sind nicht der erste Quiddian. Nur nicht mal das, der hat die alle Quiddian genannt. Alter. Es dämmert und ich brauche keinen Schlaf mehr, obwohl ich Tage und Nächte damit verbracht habe. Das ist der Name von dem Ort, ne? Ludor. Ja. Zu durchforschen ist mir eine wichtige Zutat entgangen, die Mandrake Root. Achso, das ist, warte. Alraune. Das heißt Alraune, genau. Wurzel. Wenn es existiert, dann ist es nicht meine Bestimmung, es zu finden oder zu entkommen. Die Schlüssel zu meiner Freiheit werde ich einem abgelegenen Teil von Ludo verstecken. Heute ist der 18. Geburtstag dieses Quiddians. Oh, das tut weh. Ich kann nur hoffen, dass es beim nächsten Mal besser wird. Denn das ist alles, was ich fühle, wenn ich ein letztes Mal zu meinem Meister gehe. Gott. Düster. Und damit beenden wir... Versteck das Buch nochmal und achso, dann... Ja. Dann beenden wir diese Folge. Düster. Und sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Habt euch wohl. Tschö, mit Ö.